Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sollen wieder zurückgehen und wir sind auch so gut wie da. Dann mal schauen, ja, wie es dann weitergeht mit unseren Verrätern. Da oben im Haus, nehme ich mal an, wird sie sein, beziehungsweise kurz davor. Muss ich mit ihr reden? Ich kann scheinbar nicht mit ihr reden, wenn ich auf dem Tier sitze, oder? Hast du in der Nacht des Überfalls etwas gesehen? Nur Leaf, wie er tapfer kämpfte. Wusstest du, dass Leaf ein Gedicht in jedes seiner Langschiffe ritzt? Er ist Handwerker und Wortschmied. Wo sind diese Langschiffe jetzt? Leider verloren im Nebel der Fans. Könnte ich sie wiederholen? Ich würde es tun. Er wäre so dankbar, wenn er seine Kunstwerke zurückbekäme. Sicher. Ich wünsche dir viel Glück. Die ist ja nett. Ich dachte, dass wir uns da vielleicht drum kümmern. Aber okay, das können wir offensichtlich nicht machen. Ja, Schätzelein, ich komme später. Was ist mit dir? Du da, hast du vor dem Überfall etwas Eigenartiges in der Umgebung von Granterbrück gesehen? Nein. Ich war im Langhaus und trank die ganze Nacht mit Birna und ihren Männern. Die kann echt was vertragen. Okay. Ja. Gibt es hier noch jemanden, mit dem wir sprechen sollen? Oder steht sie jetzt direkt da? Von mir erfahrt ihr nichts. Eivor, der Plan hat funktioniert. Einer von Wigmunds Anführern. Ich fand ihn schnüffelnd bei Grantas Hütte. Denk dran, du musst ihn nicht umbringen. Hab einfach Spaß mit ihm. Ich bin im Langhaus und plane die nächsten Schritte. Armer kleiner Junge. Weißt du nicht, wo dein Papa ist? Hm? Gottlose Heiden. Granterbrück liegt im Land von Lord Wigmund von Walledane. Die Stadt gehört rechtmäßig ihm. Armer Soldat. Er weiß gar nicht, was Heiden solchen gottgläubigen Männern wie ihm antun. Anscheinend kennt er die Geschichten nicht. Wir können ihn ja belehren. Sieh dir diese riesigen Hände an. Die geben ein hübsches Paar Handschuhe ab. Und sein Herz erst. Das Herz eines so großen Burschen kann eine sechsköpfige Familie eine Woche lang ernähren. Schneiden wir ihm die Kehle auf und bewässern den Garten mit seinem Blut. Herr im Himmel, nein! Er ist auf der Insel Ege. All der Mann Wigmund ist da im Kloster. Ich schwöre es. Ich hätte gedacht, dass es die ganze Nacht dauert. Fesseln wir ihn und lassen ihn verrotten. Ihr verdammten Dänen! Der Herr wird euch aus diesen Landen vertreiben. Euch alle! Möge Gott euren Seelen... Diese diebische Ratte hätte uns verfluchen können. Das wollte ich nicht riskieren. Christen verfluchen nicht. Wigmund ist also auf der Insel Ilge. Ich erstatte Soma Bericht. Ja, die verhalten sich alle irgendwie ein bisschen seltsam. Sie ist drin, nehme ich an, ne? Glaubst du, du kannst mit mir mithalten? Hallo, nimm's doch an. Eivor, was hatte Wigmunds kleiner Bursche zu erzählen? Wigmund hält sich im Kloster auf der Insel Ilge auf. Versteckt sich bei den Kirchenmäusen. Dann müssen wir einen Angriff planen. Doch ich greife nicht an, solange der Verräter, der im Hörig ist, noch unter meinem Dach weilt. Was hast du erfahren? Ja, jemanden zu beschuldigen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht bereit. Ja, sie hat vor dem Angriff getrunken, war eine Schmugglerin und sie hat die Liebe, ist alles richtig. Birna ist in dich verliebt. Nicht erwiderte Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Birna war schon immer unberechenbar. Doch sie ist zu einer Kriegerin geworden, die sich nicht von Gefühlen in die Irre führen lässt.
Birne hat im Langhaus getrunken, als der Angriff begann. Andere können das bestätigen. Wer einen Angriff erwartet, würde das wohl kaum tun. Birna war einst Schmugglerin. Das ist kein sonderlich ehrenvolles Leben. Selbst die Geringsten unter uns haben Ehre. Das wissen wir Dänen wohl am besten. Ja. Leaf wünscht sich, er wäre auch Anführer geworden. Und jetzt an deiner Stelle. Leaf genießt einen hohen Stellenwert in meinem Clan. Als Schiffsbauer kann ihm niemand das Wasser reichen. Und das weiß er auch. Leaf missbilligt die Art, wie du Grantabrück führst. Unter mir blüht diese Stadt auf. Zum Beispiel als geschäftiger Hafen für seine Langschiffe. Naja, aber das heißt ja nichts. Leaf sagte, seine gelbe Farbe sei gestohlen worden. Gelbe Farbe ist schwer zu bekommen. Er war außer sich, als das passierte. Jetzt kommen wir mal zu meinen eventuell Verdächtigen. Galen nimmt seine Visionen wichtiger als alles andere. Es grenzt an Besessenheit. Visionen sind wie Wolken. Jeder Mensch sieht etwas anderes in ihnen. Und Galen misst ihnen hohe Bedeutung bei. Galen sagte, er sei halb tot gewesen, als du ihn gefunden und sein Leben gerettet hast. Ja, die Menschen hielten ihn für verflucht. Er trieb im tiefen Wasser. Aber hat es nicht jeder verdient, ans Ufer gezogen zu werden? Ich habe eine Nachricht an die sächsischen Angreifer gefunden, dass sie gelb bemalte Langschiffe in Ruhe lassen sollen. Abgesehen von kleinen Details gibt es nichts Gelbes an unseren Langschiffen. Wenn in den Fans ein gelbes Langschiff liegt, will ich das wissen. Andere Verdächtige. Nee, da geht man doch wieder raus. Ich muss noch darüber nachdenken. Natürlich. Suche den ganzen Schier nach Hinweisen ab und sprich mit wem du willst. Los doch, fordere mich heraus! Suche im Sumpfgebiet nach Hinweisen. Das auch, okay. Ja, dann werden wir wohl mal ein bisschen interviewen müssen hier. Hallo? Kann man mit dir nicht reden? Oder war das nur, dass er gerade gesprochen hat? Also ich stehe wirklich noch so ein bisschen... Ist dir in der Nacht des Überfalls etwas Seltsames aufgefallen? Wenn ich darüber nachdenke, eines der Langschiffe lag woanders als sonst. Weiter im Norden, am Flussufer. Und wo genau? Nordöstlich von hier, am Ufer entlang. Ist aber ein paar Tage her. Vielleicht ist es nicht mehr da. Nordöstlich von hier. Nordöstlich von hier am Ufer. Also, naja. Quasi so in diese Richtung, wenn man jetzt von der Karte ausgeht mit nordöstlich. Ich würde mal einfach dann mach halt da eine Markierung hin, wenn es nicht anders geht. Irgendwo in der Richtung müsste das dann ja theoretisch sein. Das lassen wir jetzt aber erstmal drin. Wir schauen hier mal, ob wir noch andere Hinweise finden. Das Problem ist, die erkennt man auch sie nicht. Sie für mich, ne? Die haben jetzt nicht zufälligerweise irgendwas, was man nach oben strahlend sieht, die Hinweise. Oh, mein Wolf ist draußen. Ich denke mal nicht, dass man da jetzt reingehen muss irgendwo, um Leute zu finden, die was wissen. Also das mit dem Langschiff, der Hinweis, der ist bestimmt nicht schlecht. Ah, hier ist noch irgendwo einer. Aber der ist da drin, oder? Müssen wir jetzt doch da rein? Oder ist das wieder so eine komische Quest hier? Ach nee, das ist ein Händler, oder? Komm, sieh dir an, was ich habe. Ja, es ist ein Händler. Aber ich gucke mir trotzdem mal kurz den Laden an. Für Reisen eine sehr gute Wahl. Eisenerz. Darin würdest du atemberaubend aussehen. Okay. Das ist ein sehr schönes. Hast du schon alles gesehen? Ja, ich habe alles gesehen. Ich muss los.
Bis bald. Schade, ich habe gedacht, vielleicht könnte man mit ihr auch sprechen, aber offensichtlich kann man das nicht. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns jetzt wirklich erstmal auf den Weg machen, den Hinweisen zu folgen. Das hier ist direkt in der Nähe. Muss ich da vielleicht auch mit jemandem sprechen? Das könnte natürlich sein. Hast du vielleicht irgendwas gesehen oder gehört hier? Hi. Eivor, welche Überraschung. Ich frage mich, die Vision, die du von dir und Soma hattest, wie deutest du sie? Eine bohrende Frage. Ich glaube, dass Soma mich zu etwas Großem führen wird, wie schwer es auch sein mag. Dass sie mit meinem Schicksal verbunden ist. Was ja eigentlich sich für mich positiv anhört. Warum warst du dem Tod nahe, als Soma dich fand? Ich verließ meinen Clan wegen der Visionen. Sonst weiß ich nicht viel. Die heiligen Pflanzen hatten meine Erinnerung vernebelt. Aber mich dürstete nach mehr. Vielleicht verstehst du es nicht. Aber Soma schon. Sie weiß, dass die Götter einen Plan für mich haben, der jedes Wagnis rechtfertigt. Hm. Ich fand eine Nachricht von Wiegmund an seine Sachsen, dass sie ein gelb bemaltes Langschiff nicht angreifen sollen. Seltsam. Nur Leaf hat das Werkzeug, um die Farbe unserer Langschiffe zu ändern. Du solltest ihn fragen. Mhm. Okay. Hast du etwas Verdächtiges bemerkt, als der Überfall begann? Ja. Eine Welle von Sachsen, die wie von Geisterhand im Herzen von Granterbrück erschien. Verdächtig wie ein Aal mit Flügeln. Ich habe ununterbrochen gekämpft, von einer Nacht bis zur nächsten. Das Ende hast du selbst gesehen. Fast hätten mich die Wölfe erwischt. Ja. Also ich denke, sie hat ihn jetzt ausgeschlossen. Ich versuche herauszufinden, wer Soma an die Sachsen verraten hat. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich wünschte, ich könnte helfen. In der Nacht des Überfalls war ich an der Küste, in Gedanken versunken. Ich war allein in jener Nacht. Und bis die Sachsen kamen, ist mir nichts aufgefallen. Ich hoffe, das genügt dir. Nee, das genügt mir überhaupt nicht. Deswegen klaue ich dir jetzt hier auch einen Opal. Ja. Geh mal darüber. Gibt's was zu lesen? Deutung von Galis Visionen. Eine sich selbst verzehrende Schlange auf ihrem Schild. Mhm. Löwe auf seinem Banner. Der Berg. Es könnte sich nicht, können sich nicht zwei auf einer Spitze aufhalten. Einer muss fallen. Hm. Das hört sich schon irgendwie so ein bisschen seltsam an. Haben wir das andere? Liegt das irgendwie... Achso, 13 Meter, das ist dann das eine, ne? 189, 142, dann gehen wir da mal als erstes hin. Aber die scheinen ja ziemlich nah zusammenzuliegen. Also, die Sache mit den Visionen, die gefällt mir nicht so ganz. Zumal er ja irgendwie, weiß ich nicht, visionstechnisch davon überzeugt zu sein scheint, dass nicht zwei an der Spitze sein sollen, ne? Also... Was auch immer das jetzt bedeutet. Ob er sich damit meint oder... Hallo, sprich doch mal mit ihm. Moment, jetzt müssen wir das erstmal lesen hier. Notiz zu Bionas Taschen. Ich bin nicht edelmütig. Ehre ist nur ein Wort für mich. Aber zum ersten Mal frage ich mich, was die bessere Entscheidung wäre. An deinem Ellbogen bleiben und lächeln mit einem Dorn in meiner Brust oder von dir fortzugehen und mir den Stachel aus dem Fleisch zu ziehen? Ich werde bleiben, aber nur so lange, wie du mich brauchst. Mhm. Eine Notiz bezüglich Birna. Das ist natürlich so ein bisschen... Hm. Na, du siehst nicht aus wie der Sonnenschein, den ich kenne. Bedrückt dich etwas?
Ach so, sie ist das selber. Ach, jetzt merke ich es erst. Es gibt ein paar Dinge, die mich beschäftigen. Es muss schmerzen, jemandem zu dienen, den du so sehr liebst und der dich nicht zurückliebt. An manchen Tagen tut es sehr weh. Dann muss ich mit der Hand auf mein Herz drücken, damit es mir nicht die Brust zerreißt. Du warst Schmugglerin. Manche sagen, du seist nicht vertrauenswürdig. Und Wasser ist nass. Große Überraschung. Ich erkenne Gelegenheiten und nutze sie. Bislang kam das Soma zugute. Sie weiß, wer ich bin und was ich war. Und sie vertraut mir. Wer könnte besser zwischen einem Witz und der Wahrheit unterscheiden? Ich fand diesen Brief, laut dem die Sachsen ein gelb bemaltes Langschiff nicht angreifen sollten. Keines unserer Langschiffe ist gelb. Nicht, dass ich wüsste. Mhm. Was geschah in der Nacht des Überfalls? Alles war friedlich. Eine schöne Nacht, mit Nebel und allem. Plötzlich kamen die Sachsen von überall. Und Soma brüllte wie ein riesiger Bär. Als sie zum Rückzug rief, liefen wir zu den Langschiffen, um uns im Sumpf neu zu sammeln. Es war ein Hinterhalt, nicht mehr und nicht weniger. Okay. Jemand aus der Stadt hat die Sachsen durch den Langhaustunnel geführt. Wo warst du, als der Kampf losging? Ich war mit meinen Kriegern im Langhaus trinken. Als die Sachsen kamen, kämpfte ich. Ich hätte niemandem den Tunnel zeigen können. Ich war die ganze Zeit unter Leuten. Naja, das heißt ja nicht, dass sie ihn nicht vorher hätte zeigen können. Aber stimmt schon, also... Diese Taschen gehören Birne. Gepackt für eine lange Reise. Mhm. Okay, das lässt mich jetzt wiederum etwas stutzig machen, ehrlich gesagt. Also das Gedicht gehe ich mal von aus, das war, ja, weil sie in Soma verliebt ist und das natürlich schmerzt, wenn man in jemanden verliebt ist und derjenige nicht diese Liebe erwidert und man die ganze Zeit in seiner Nähe ist. Aber der Hinweis mit der Farbe, der sitzt bei mir immer noch tief. Eivor, du siehst aus, als fehlte dir der Wind in den Segeln. Was ist los? Ich frage mich... Du sagtest, du könntest Somas Befehle oft nicht nachvollziehen. Das stimmt. Dennoch befolge ich sie. Das ist meine Pflicht, meinem Clan und meiner Jarlskona gegenüber. Die Ehre eines Mannes beruht auf seinen Taten, nicht seinen Gedanken. Vor dem Überfall wurde deine gelbe Farbe gestohlen? Ja, und gelbe Farbe ist schwer anzurühren oder zu beschaffen. Ich war außer mir wegen des Diebstahls. Wie hast du dich gefühlt, als Gudrum Soma und nicht dich zum Statthalter von Grantabrück ernannte? Wenn Ehrbarkeit einfach wäre, gäbe es keine schlechten Menschen. Ja, diesen Posten hätte ich auch gewollt. Aber ich bin vor allem ein Ehrenmann. Ach, die meisten wissen eh nicht mehr, was Ehre überhaupt heißt. Ich fand diesen eigenartigen Brief, laut dem die Sachsen gelb bemalte Schiffe nicht angreifen sollten. Ich habe nie ein Langschiff gelb bemalt, bis auf ein paar kleine Verzierungen. Gelb ist teuer. Ich weiß nichts von einem solchen Brief. Was denkst du, hat sich in der Nacht des Überfalls abgespielt? Ich habe in der Schiffswerkstatt gearbeitet. Plötzlich brach mitten in der Stadt ein Feuer aus und Soma befahl den Rückzug. Ein Feuer. Leif, irgendjemand hat den Sachsen den Langhaustunnel gezeigt. Wo warst du, als der Überfall begann? Und was hast du gemacht? Als es losging, war ich in meiner Werkstatt und dekorierte ein Segel für unsere Verbündeten in Grimsby. Ohne meine gelbe Farbe. Und als Soma den Rückzug befahl, wurde bereits mitten in der Stadt gekämpft. Ich war nicht mal in der Nähe des Tunnels. Ganz und gar nicht. Tja. Ich bin ganz ehrlich, ich bin immer noch sehr skeptisch. Aua, Entschuldigung. Ich wusste ja nicht, dass mein Wolf mitten da durchreitet. Hey, willst du mich tottrampeln? Nein, mein Wolf, aber vielleicht. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Also,
Sie sagt, sie war die ganze Zeit unter Leuten. Ich weiß natürlich nicht, ob sie wirklich die ganze Zeit unter Leuten war. Oder ob sie eventuell... Da müssen wir auf jeden Fall hin. Oder ob sie eventuell zwischendurch den Tunnel geöffnet hat. Dass die wirklich über diesen Tunnel gekommen sind. Das kann natürlich auch sein. Die beiden anderen waren definitiv nicht im Tunnel, was natürlich dann die Vermutung naheliegen lässt. Moment, warum gehe ich jetzt eigentlich auf die andere Seite? Ich wollte nicht auf die andere Seite. Moment, gehe hier nochmal eben raus. Wir sind jetzt... Ich sehe nichts mehr. Wieso sind wir jetzt auf der Seite? Ach, weil ich doof eben über die Brücke gelaufen bin. Ja, das erklärt natürlich alles. Komm, dann schwimmen wir nochmal eben zurück. Ein Gelb. Ich hätte natürlich auch einfach über die Brücke wieder zurücklaufen können. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Ein gelb angestrichenes Boot. Das suchen wir. Und das da vorne dürften dann die Sumpfgebiete theoretisch sein. Komisch, dass er jetzt überall drüber springen kann und das ein paar Folgen zuvor oder wenn das war, nicht machen konnte. Vorsichtig. Ich sehe auf jeden Fall kein gelbes Boot. Das sind aber auch nicht Sumpfgebiete hier, oder? Richtung Nordosten sollte es liegen, haben sie gesagt. Bericht kann ich ihr natürlich erst erstatten, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin. Ich meine, gut, sie hat schon gepackt, das macht sie natürlich... irgendwo doppelt verdächtig, aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach wegen dieser verschmähten Liebe ist. Aber hier sind es auch keine Sumpfgebiete. Wir gehen jetzt doch... Ja, wir gehen jetzt ein ganzes Stück weit weg. Ich glaube nicht, dass er jetzt mit Nordosten hier irgendwo meinte, oder? Also, ich würde mal sagen, dass ich mir hier mal ein bisschen die Gegend genau anschaue und dass ich euch dann wieder hinzuschalte, kurz bevor ich, ja, die Antwort gefunden habe, beziehungsweise ins Sumpfgebiet dann wieder gekommen bin und eventuell dann auch das Schiff gefunden habe. Bis gleich. So, ich bin jetzt wieder zurück zum Dorf gereist. Jetzt muss ich nur mal eben gucken, wo ich hier eigentlich bin. Ich hatte nämlich gerade noch eine ganz andere Idee. Nachdem ich den halben Sumpf jetzt abgesucht habe und irgendwie nichts bekommen habe, also nichts gefunden habe. Ich werde allerdings gleich nochmal zum Sumpf gehen, aber ich habe noch eine andere Idee gehabt, weil wir sollen ja auch hier in Granta Brützk oder wie das heißt, nach Hinweisen suchen. Und die Soma hat ja von diesem Geheimgang gesprochen. Wenn ich denn wüsste, wo der wäre. Den würde ich mir nämlich gerne mal angucken, ob man da eventuell irgendwie einen Hinweis finden kann. Somas Tagebuch, das habe ich glaube ich schon... Ah, hier ist der, genau. Kann man da runter? Ja, perfekt. Okay, vielleicht... Soma, diesen Tunnel zu bauen. Ich habe mir nämlich gedacht, vielleicht kann man hier irgendwie Hinweise finden, was weiß ich, dass einer was verloren hat oder... Keine Ahnung, vielleicht liegt ja auch ganz blöd so ein Hinweis in Form von Brief oder irgendwas. Ich weiß es ja nicht. Nein.
Das war jetzt gerade... Gut, dass die mir so angezeigt worden ist. Ich wäre jetzt sonst so durchgelaufen. Aber ich finde hier nichts. Aber... Ein altes Kreuz. Ein Kreuz? Dieser Tunnel führt in das Langhaus. Der Verräter hat den Eingang mit einem gelben Kreuz markiert. Ach so. Und dann die Angreifer eingeschleust. Hier muss der Verräter mit ein paar anderen herausgekommen und in Richtung Flussufer gelaufen sein. Okay. Ah, jetzt muss ich den... Nee. Eine Spur gelber Farbspritzer. Wo denn? Ah! Das ist wesentlich einfacher, als ich mir das jetzt gedacht hatte. Okay, hier ist noch was. Da geht's weiter. Also gut, meine Idee war nicht ganz so richtig, was ich mir jetzt überlegt hatte, aber im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus.